Mit leeren Händen vor verschlossenen Türen. Keine Punkte am Samstag gegen Stuttgarts U23. Niederlage zu Hause gegen den Tabellenletzten. Ein Spiel, das zeigt, dass jeder jeden schlagen kann. Die Fortuna vor der Herausforderung, stets ans Limit zu kommen. Ich glaube, wir wissen schon sehr genau, mit welcher Ausgangssituation wir in eine solche Saison gehen. Und dass wir einfach diese Liga auch als sehr, sehr große Herausforderung schon auch begreifen müssen. Man ist ein Grenzgänger in dieser dritten Liga, aber einer, der aus den Möglichkeiten das Maximale herausholt. Die Fortuna in einer Tabelle mit vielen Überraschungen derzeit im sicheren Mittelfeld. Das bedeutet, dass wir ganz, ganz viel, ganz, ganz richtig gemacht haben, dass wir natürlich aber auch sehr, sehr negative Ausreißer hatten. Da fällt es, glaube ich, jedem, mir als Trainer vielleicht vor allen Dingen, sehr, sehr schwer damit zu leben. Aber am Ende muss man das möglicherweise auch einfach akzeptieren, weil natürlich das Positive, Stand heute jedenfalls, in Summe, glaube ich, doch deutlich überwiegt. Positiv zum Beispiel die neu gewonnene taktische Flexibilität. Von der Viererkette zur Dreierkette eine Umstellung, die man inzwischen sicher beherrscht. Ein Puzzleteil, dabei einer, der Samstag fehlte, Florian Hörnig. Ja, ich glaube, es hat die letzten Spiele echt gut funktioniert. Wir waren ja, glaube ich, kann ich auch für die anderen sprechen, so von Anfang an nicht so ein Fan von der Dreierkette, haben das letzte Jahr schon ein paar Mal gespielt, da hat es nicht so gut funktioniert und kam dann vor uns doch ein Stück weit überraschend, glaube ich, dass dann vor dem Spiel gegen Rostock der Trainer, ich glaube, zwei Tage vor dem Spiel auf eine Dreierkette umgestellt hat. Aber man muss echt sagen, dass wir es, finde ich, seitdem richtig gut gespielt haben. Wenn wir sie gespielt haben, hat es eigentlich immer in der Konstellation mit Flotti, Bones auf den Außen, mir in der Mitte richtig gut funktioniert. Und glaube ich, mittlerweile sogar so weit, dass wir uns da, ich will nicht sagen sicherer fühlen als in der Viererkette, aber alle mit einem richtig guten Gefühl reingehen, eben weil es auch in den Spielen dann so gut geklappt hat. Hörnig, zumeist im Zentrum der Dreierkette, auf und neben dem Platz eine Führungsfigur. Mit der meisten Drittliga-Erfahrung bei der Korschinat 11 und einer, der die Aufgabe Fortuna Köln lebt. Flo ist natürlich ein Spieler, der sehr, sehr hohes Verantwortungsbewusstsein hat, nicht nur im Spiel, sondern um die ganze Geschichte herum. Es ist einfach so, dass ich schon länger bei der Fortuna bin, da auch schon viel mitgemacht habe. Bin damals gekommen in der Regionalliga, sind dann in dem Jahr aufgestiegen, wo jeder wusste, es geht um alles. Und ich glaube, das schweißt da natürlich schon zusammen. Und wenn man jetzt mal so durch die Reihen guckt, sind nicht mehr ganz so viele Spieler da, mit denen wir aufgestiegen sind. Und dann fühlt man natürlich schon so eine Verantwortung, die Sache, die man da angefangen hat in der Regionalliga jetzt mit dem Aufstieg und dann im ersten Jahr die Klasse zu halten, die dann noch zu Ende zu bringen oder noch weiter auszubauen. Dafür braucht es im Saisonendspurt noch ein paar Punkte, zumal die Konkurrenz von unten am Samstag näher heranrückte. Jetzt ist es natürlich so, dass wir aufpassen müssen, nicht wieder in diesen Abstiegssog mit reingezogen zu werden, denn so sehr positiv, wie viele Phasen jetzt gelaufen sind. So negativ kann das natürlich auch mal laufen, wenn du mal zwei Niederlagen auf dem Buckel hast, wenn die Gedanken vielleicht negativer werden, wenn du wieder nach unten anfängst zu rechnen. Die Fortuna will den Eindruck von Samstag vergessen machen, zumal es warten noch ein paar anspruchsvolle Aufgaben. Ich behaupte aber, die allerschwerste der nächsten Wochen ist tatsächlich Würzburg, weil das natürlich eine Mannschaft ist, die gerade in der Defensive kaum zu knacken ist. Sie haben eine sehr beeindruckende Defensivbilanz, haben darüber hinaus natürlich jetzt einen Lauf, haben sehr, sehr viel Selbstvertrauen getankt, sind in der Offensive besetzt mit hervorragenden Einzelkönnern. Freitagabend unter Flutlicht, die nächste Herausforderung für die Fortuna, die in diesem Jahr nach einer Niederlage stets punktete. Hörnig und Co. wollen diese Serie in Würzburg weiter fortsetzen.